So, herzlich willkommen zurück bei Pokémon Feuerrot als Team Rocket Rüpel. Wir haben jetzt das Geheimversteck gefunden von Team Rocket in der Pension und jetzt können wir zu Bill hochgehen und ihm das geheime Geschenk geben, was wir für ihn haben, die Box auf Raritäten. Mal sehen, ob er uns sich dann anschließt. Trainer haben wir alle schon besiegt. Wir waren ja schon fleißig hier und haben sehr viel gemacht. Wir müssen aber gucken, dass wir später nicht mehr alle Trainer machen. Das dauert, glaube ich, zu lang. Ah, verdammter Giovanni. Ah, warum kannst du mir nur... warum weißt du nur, dass ich so ein scheiß Sammler bin? Oh, aber was ist das für ein Amateurding? Ein Shiny Carpador Wheelie? Wow. Boah, ich habe die ganzen Connections doch und Alkohol brauche ich auch nicht. Das zerstört nur meine Konzentration. Okay, ja. Also das Einzige, was ihn interessiert, sind Wissenschaft und seltene Pokémon. Das sind sein Alpha und Omega in seinem Leben und Money, also Geld, Macht, Status, politische Things, das ist nicht so seins. Also wir müssen ihm Intel geben und die seltenen Pokémon. Ja, jetzt müssen wir zurückgehen und das Giovanni erzählen, oder? Ja, was? Was gibt er uns? Oh, wir kriegen ein Cellphone. Was? Okay, wir sind jetzt mit Bill hier praktisch so, wir haben eine Bruderschaft. Okay. Er hat uns von dem Mewtwo-Projekt erzählt, beziehungsweise gefragt, ob wir ein Teil davon sind. Das sind wir natürlich nicht, leider. Auf jeden Fall müssen wir jetzt zu Giovanni jetzt gehen und gucken, ja, dass wir ihm sagen, was er zu tun hat. Oh, wir haben jetzt hier mehrere Orte, wo wir hinfliegen können. Wir versuchen mal ins Versteck zu gehen. Was ist da vorne? City? Nee, ne? Nee. Da müssen wir dann hin.
und gucken, dass wir Giovanni treffen. Ist hier irgendwo der Aufzug sofort? Keine Ahnung, geht der hier runter? Da ist der Aufzug. Versuchen wir, die vierte Kelleretage zu nehmen. Und da ist Giovanni. Okay. Aber wir sollen doch das Giovanni erzählen. Was machen wir denn jetzt? Ich weiß gar nicht, wie wir weiterkommen. Also er will davon nichts hören. Was können wir denn jetzt tun? Der hat auch nirgendwo gesagt, wo wir hingehen können, nur dass wir ihn dann anrufen sollen, wenn da was ist. Das heißt, wir versuchen jetzt nochmal in unsere Geheimversteck zu gehen. Vielleicht sind da seltene Pokémon, die wir noch holen können. Immerhin haben die uns ja auch was für Bill gegeben. Also unser zweites Versteck. Aufpassen, dass wir hier nicht drunter springen. Das ist sehr eng, das ist nur ein Feld. Das habe ich doch gemacht. Nein, er mag es nicht. Was können wir jetzt machen? Können wir hier anrufen? Ja, ich bin ein bisschen überfragt. Hier können wir nichts machen. Bill sagt uns, der hat doch gesagt, wir sollen zu Dings gehen und ihm zu Giovanni gehen und ihm da Bescheid geben. So, das klappt aber nicht. Dann gehen wir mal hier runter, mal gucken, ob hier irgendwas ist. Bei der Silphco oder so. Also was ist das hier eigentlich für ein Haus? Ist das die Silphco? Ja, dann gucken wir, was die uns so gibt oder nicht gibt. Das geht auch nicht, da können wir auch nichts machen. Ja, dann habe ich bald keine Ahnung mehr. Also. Wir können mal runtergehen Richtung nächste Stadt. Was ist das? Nein, wir sehen nicht, dass ihr am Arbeiten seid.
Okay, das geht nicht. Sieht auf jeden Fall schon mal gut aus. Das heißt, gibt es nicht irgendwo den Diktatunnel? Wo endet der nochmal? Hier wird überall der Weg versperrt, das ist ja auch nochmal nice zu sehen. Das heißt, wir müssen noch irgendwas machen. Die Frage ist nur was. Okay, hier können wir durchgehen. Und was ist das hier? Ist der Untergrund, ne? Also hier kommen wir hin. Die Frage ist jetzt nur, was wir machen können. Ich bin gerade ein bisschen doof. Ihm war das so ein Rocket-Symbol, ne? Da können wir nichts machen. Da können wir auch nicht hin. Was hier mit dem Haus? Ah! Okay, da können wir auch nichts machen. Da oben ist noch einer. Wir können aber hier rumgehen mal. Mal gucken, was jetzt passiert. Ah, da ist Ronny, wir haben ihn gefunden. What are you doing? Du kannst nicht hier rein jetzt. Da machen andere ihre Dinge. Die machen ihre Mission. Sorry, aber... Okay. Können wir hier weiter? Können wir auch noch nicht. Ah, Leute. Können wir überhaupt was machen? Da können wir durch. Da können wir auch nicht durch. Ja, ich bin gerade ein bisschen ratlos. Wir haben Ronny gefunden. Ja, es scheint alles nichts zu sein. Also wir können nicht zu Giovanni, da passiert nichts.
Wir können hier nicht runter gehen, wir können nicht nach rechts gehen. Das klappt alles nicht. Was ist denn hier? Das ist auch der Untergrund, ne? Ja. Der geht auch nicht. So, hier können wir, müssen mal ganz kurz auf die Karte. Noch. Haben wir eine Karte? Wir gehen nochmal zum Mondberg, aber da wird ja auch nichts sein. Da ist nichts mehr. Können wir hier eigentlich zurückgehen? Okay, da können wir auch nicht weiter. Ja, gute Frage. Relativ eingeengt jetzt. Ich weiß nicht, warum das hier nicht klappt, also warum wir hier nicht Giovanni was sagen können. Okay, der ignoriert uns einfach. Probieren wir es jetzt nochmal. Weil das ist das Einzige, was ich jetzt weiß, was wir machen können. Aber das kann nicht sein. Wir waren ja schon mal da, bevor wir jetzt die andere Sache da getriggert haben. Tja, keine Ahnung. Wir können nochmal zu Bill gehen, aber der wird ja auch nur sagen, komm zurück. Und dann können wir ja sonst weiter erstmal nichts machen. Heißt, ich werde gleich wahrscheinlich aufhören und mal weiter gucken. Aber sonst keine Idee. Da waren wir überall, da ist nichts. Die stehen hier alle noch rum. Hier hochgehen, passiert auch nichts. Doch! Hä? Oh, was ist das? Mehr Team Walkers? Dachte, ihr habt euch alle besiegt im Mountain. Oh mein Gott! Das wird eine Überlänge geben. Oh, der ist diesmal schlagbar.
Es geht auf jeden Fall weiter, das ist sehr nice. Dann kommen wir doch nochmal weiter. Das war auch schon krass, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Dass wir erst den triggern müssen, dann nochmal zurückgehen müssen. Das war jetzt die einzige Chance, sie haben ja alles andere haben wir praktisch schon ausprobiert. Ja, gegen Water Turtle, das hat, da haben wir nichts gegen eigentlich, ne? Das ist so krank. Gegen Schlock haben wir mal gar nichts. Außer, dass wir einfach mal fast one hit down sind. Das kann uns jetzt einfach mal komplett zerstören. Ich weiß nicht, was wir dagegen machen sollen. Okay. Panzerschutz. Bitte einen Volltreffer mal. Das kann sein, dass wir den Kampf jetzt verlieren. Das war nicht gut, das war nicht schlau von mir, das habe ich total vergessen, dass es Bite kann. Das schaffen wir nicht, den Kampf. Ich setze jetzt nochmal Panzerschutz ein und dann ist es unbesiegbar für uns da. Wir machen ihm ja gar keinen Damage mehr. Das muss ja mindestens, das Vieh hat ja bestimmt noch 20 Schaden oder so. Das heißt ja noch 10-mal Doppelkick, wenn wir keinen Volltreffer bekommen. Naja, soll es mal einsetzen, also mehr als maximal, als minimal 2 Schaden machen wir auch nicht. Am besten hat er gleich noch einen Trank. Wenn er natürlich jetzt immer nur noch seinen Panzerschutz einsetzt, das wäre natürlich mega für uns. Der Kampf wird jetzt so richtig krass. Haben wir keine Chance, die sollen das noch machen. Ich weiß nicht, ob wir den gewinnen müssen. Was passiert, wenn wir nicht gewinnen? Die Folge wird sowieso Überlänge haben. Ich hätte vorher speichern sollen, zwischendurch mal. Das wäre gut gewesen. Ich will jetzt wenigstens mal ein Critical haben. Ach ja. Ja, keine Chance. Absolut keine Chance. Wir können jetzt noch Pidgey benutzen. Aber das war's dann auch. Da brauchen wir gar nicht mehr jetzt auf sonst was gehen, dann soll uns töten hier. Das kriegen wir nicht hin. Aber wir ziehen ganz gut was ab, ne? Dann. Komm. Versuchen sie jetzt nochmal. Ne,
Das war's. Ich hätte mir interessiert, ob die anderen Pokémon noch stärker sind, also ob der jetzt zu besiegen ist oder nicht. Einmal Water Gun und ich bin down. Okay, wir müssen ihn schlagen anscheinend. Wir müssen ihn anscheinend schlagen. Das heißt, wir müssen ein bisschen trainieren gehen. Das ist zu stark sonst. Okay, das machen wir jetzt mal. Das mache ich jetzt mal offscreen kurz, dass ich ein bisschen hoch trainiere. Ich weiß noch nicht wo. Das schauen wir jetzt mal. Ich bin gleich wieder zurück. Dann mit ein paar Level höher. Bis dann.